So, herzlich willkommen wieder zurück zu Siedler 7. Es geht wieder weiter. Ist doch logisch. Ja, wir haben keine Werkzeuge mehr. Das ist jetzt das Allerschlechteste, was nur passieren kann. Das heißt, die Wirtschaft geht nicht weiter und alles bleibt stehen sozusagen. Und wir bauen mal kurz ein weiteres gehobenes Wohnhaus mit Münzprägereien dran. Ja, super, oder? Toll. 10 Soldaten. Jetzt müssen wir irgendwie hierher kommen, weil da müssen wir keine... da benötigen wir keine Werkzeuge mehr. Das ist eigentlich perfekt. Dafür brauchen wir 5. 2, 1. So, jetzt gehört's gleich uns. Und wunderbar, wir haben es. Neue Technologie erforscht. Es gehört uns. Ach, Moment mal, das ist doch auch eine richtig geile Sache. Die Anzahl für die Erforschung einer Technologie benötigten Geistlichen wird um ein Drittel reduziert. Das lohnt sich bestimmt. Oh, Feldmarschall Ludovic kommt langsam hier an der Seite herein. Mit seinen Soldaten. Dann bauen wir mal jeden Sektor hier langsam aus. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Yeah, Metropole gehört nun uns. Verdammt, verdammt, verdammt. Da weiß man ja gar nicht mehr, wie man weitermachen soll. Und der Ausbau dieser Befestigung kommt mal hier ganz an den Anfang. Weil die stürmen so langsam schon hier ein. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Ja, stell dir vor. Hätte ich wenigstens ein paar Werkzeuge, aber nicht mal das habe ich. Ah, ich habe gar nichts sozusagen. Mann, 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 Mann. Oh, so langsam habe ich Angst vor dem. Wo bleibt der Arbeiter, der das hier aufbauen soll? Komisch, komisch, komisch. Ja,
Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. So, jetzt kommt er langsam echt hier nah her. An mich ran. Mann, wo bleiben die Arbeiter? Verdammte Scheiße, wo bleibt der Scheißarbeiter? Komm jetzt her! Oder ich raste aus. Da läuft doch jemand. Du biegst jetzt nach rechts hier ab, bitte. Ja, geht doch. Hilft das dir, wenn man dir das hier macht? Ja, das hilft ihm, das mache ich doch auch mal gleich. Renn schneller! Verdammt, ich bin so aufgeregt. Bitte schaff das noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir werden angegriffen. Das schaffen wir nie wieder. So, 50% ist es schon. Jetzt werden wir bestimmt gleich angegriffen. Und die Befestigung steht. Knappe Scheiße, aber wir haben es wenigstens. Puh, knapp. Richtig, richtig knapp sogar. Also, hier geht's überhaupt nicht voran, das ist nicht mehr normal. Oh, Mann. Ja, die warten alle auf Werkzeuge, aber ich hab natürlich keine. Gebäudeausbau fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, dann baut mal endlich. Hier wird schon die Steinsache endlich aufgebaut. Bin hier richtig aufgeregt, das ist ja nicht mehr normal. Weil das war gerade richtig knapp. So, er baut's auf. Wunderbar. Endlich. Na toll. Das Gebäude wurde ausgebaut. Es ist eine richtige Erleichterung für mich. So, das machen wir mal.
Und es fängt schon wieder an, ein bisschen zu hängen. Das heißt, wir speichern hier auch mal. Außenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. So, jetzt sind hier Türme. Das ist schon mal wunderbar. Eine Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Was kann denn noch ausgebaut werden? Wir haben dauerhaft volle Bevölkerung, das geht überhaupt nicht klar. Soll das hier mal ausgebaut werden? Ach, die Kirche wird gerade gebaut, na wunderbar. Wir sollen das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Aber innerhalb von 3 Parts waren das jetzt, glaube ich, haben wir immer noch gar nichts geschafft sozusagen. Das ist schon echt hart. Aber jetzt haben wir dann wenigstens unseren Bischofssitz endlich, das heißt unseren zweiten Siegpunkt. Ist doch wenigstens schon mal etwas, oder? Befestigungsausbau beendet. Mann, wieso haben wir dauerhafte Bevölkerung? Das nervt. Also dauerhafte volle Bevölkerung meine ich jetzt. Puh, unser Siegpunkt ist auf dem Weg hierher sozusagen. Ja, Wolle und Schwerter brauchen wir eben. Was müssen wir hier nochmal? Ach, hier müssen wir ein paar Leute dahin schicken. Was hängt das schon wieder so? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, Siegpunkt. Gebäudeausbau fertig. Wunderbar. Gute Neuigkeit. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Ja, ich hab's bemerkt, dass ich einen Siegpunkt erhalten habe. Kann ich irgendwelche Häuser noch ausbauen? Das wäre jetzt das Perfekteste. So, Kasernenausbau kann mal ganz hinten angestellt werden. Das kann alles mal vorgeschoben werden. Damit wir hier endlich mal Bevölkerung mit einbringen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Weil so geht das ja mal gar nicht ohne Bevölkerung hier. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut.
Oh, verdammt! Ich habe schon wieder die Zeit überzogen. Ja. Das heißt, wir müssen auch mal wieder den Schnitt mit einbringen. Auch wenn ich im Moment sehr wenig laber. Naja, was soll's. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Deswegen bis dann und haut rein.